Willkommen zum nächsten Video. Let's go! Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du wieder reinschaltest. Hier ist dein Markus aus Alanya und ich befinde mich gerade in einer Orangenplantage mit Avocados. Das zeichnet auch Alanya aus. Ganz bekannt für die Vielfalt in Alanya. Die ganzen Orangen. Hier wächst wirklich alles, Leute. Es ist wirklich ganz, ganz krass. Hier setzt du einen Samen in die Erde und du kannst davon ausgehen, dass wenn du dich drum kümmerst, wenn du immer wieder Wasser gibst, dementsprechend Wasser, Leben zuführst, dann wächst das Ganze. Und genauso, wenn du dich um eine Pflanze kümmerst, kann auch dein Leben sein, wenn du dich um dein Leben kümmerst, dich um deine Gesundheit kümmerst, um deinen Fokus kümmerst und natürlich auch dann bessere Lebensqualität dementsprechend erhascht. Und viele Menschen, und darauf möchte ich in diesem Video drauf eingehen, erhoffen sich mit einer Auswanderung eine bessere Lebensqualität. Und ich möchte in diesem Video auf einen speziellen Grund eingehen, den ich bis jetzt, obwohl ich seit über 3,5 Jahren ausgewandert bin, noch nicht einmal erwähnt habe. Und das mir jetzt erst aufgefallen ist und mir jetzt erst bewusst geworden ist, weil wir selber 3,5 Wochen in Deutschland vor kurzem waren und einen sogenannten Anlaufversuch gemacht haben, zurückzugehen nach Deutschland. Und ich will dir in diesem Video einmal sagen, warum wirklich die meisten Menschen wieder zurückgehen in ihr Heimatland. Das Ganze ist natürlich nur meine persönliche Meinung aus meiner persönlichen Erfahrung, denn wir haben auf unserem Auswanderungsweg 2021 im Februar raus aus Deutschland über Südamerika in die Türkei, haben wir wirklich sehr viele Menschen kennengelernt, die voller Hoffnung und voller Energie und voller Vielfalt sozusagen auch in die Länder gegangen sind, aber nach mehreren Wochen oder auch mehreren Monaten und teilweise nach Jahren wieder zurückgegangen sind. Und es gibt ja laut Statistik, dass eben die meisten, die über 3 Jahre oder 4 Jahre nicht wieder zurückgegangen sind ins Heimatland, dass diese Menschen natürlich auch nicht wieder zurückgehen. Und das hat natürlich auch einen Grund, weil sie sich natürlich auch dem deutschen System oder ihrem Heimatsystem entwöhnt haben und sich neu angepasst haben, einem neuen System in der Türkei zum Beispiel oder in Dubai oder in Südamerika oder sonst, wo die Menschen auswandern. Und ich habe in anderen Videos schon viele Gründe genannt, warum Menschen auch wirklich zurückwandern, warum sie wirklich auch wieder das Land verlassen, das Auswanderungsland. Und das hat wirklich verschiedene Gründe. Und da spielt Geld natürlich eine ganz große Rolle. Viele Menschen verkaufen etwas, haben eine Summe X, gehen dann ins Auswanderungsland, haben keine monatlichen Cashflow, keine monatlichen Einnahmenquellen und dementsprechend kann dann natürlich das Polster schmelzen und es wird schmelzen zu 100%. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit, wie lange du es da aushältst. Gerade im Ausland können extreme Kosten auf dich zukommen. Gerade wenn du Kinder hast, dann hast du private Schulen in der Regel, die du natürlich zu bezahlen hast. Da kannst du mit 1000 Euro pro Monat pro Kind rechnen. Auch in der Türkei wirklich mindestens 600 bis 1000 Euro im Monat ist absoluter Standard. Und wenn du das nicht glaubst, mach dir selber ein Bild. Also das Geld spielt natürlich eine extreme Rolle, dass die Menschen keine Einnahmequellen haben, keine monatlichen Cashflow haben. Aber was kann noch für Gründe sein? Natürlich Heimweh, auch ganz klar natürlich, dass man die Familie vermisst, dass man die hinterbliebenen Freunde vermisst. Auch alles möglich oder eben auch, ja, habe ich auch schon. Zu große Langeweile, weil man sich vielleicht in eine Einöde eingenistet hat. Wie zum Beispiel für uns wäre das eine absolute Hölle gewesen in Paraguay, als wir waren in Südamerika im Bundesland Casapa. Das war das ärmste Bundesland in ganz Paraguay und Paraguay ist ja schon relativ arm, das Land. Und nachdem wir dann dort 3 Wochen in diesem EPV waren, überhaupt von mir keine Empfehlung dahin zu gehen, da wären wir wirklich zum Amokläufer wahrscheinlich geworden und dementsprechend keine Empfehlung von mir. Zumindest nicht dauerhaft in Paraguay zu leben, beziehungsweise auch nicht unbedingt im EPV. Obwohl ich weiß, auch in der Community sind Menschen, die natürlich in Paraguay sehr glücklich sind. Und das ist auch toll und das freut mich auch. Und das wäre ja auch zu langweilig, wenn alle Menschen die gleiche Meinung hätten, dieselbe Sichtweise. Und dementsprechend Hut ab, Respekt für jeden, der in Paraguay lebt oder in Südamerika sich niedergelassen hat. Aber für uns persönlich war es einfach nichts. Aber es gibt Menschen, die fühlen sich wunderbar glücklich. Genauso wie viele sagen, nein, in ein arabisches Land, in die Türkei, was überhaupt gar kein arabisches Land ist,
auszuwandern wäre für mich nichts. Kann ich auch verstehen. Es ist doch in Ordnung, vollkommen in Ordnung. Ja? Also das sind auch auf jeden Fall auch Gründe. Aber natürlich auch, was gibt's noch? Hatte ich auch in dem einen Video letztens erzählt, dass die Kinder sich natürlich weiterentwickeln, einen Strich durch die Rechnung machen, indem sie natürlich dann auch irgendwann sagen, ey, pass auf, ich möchte das Land verlassen, ich möchte zurück in meine alte Heimat. Oder vielleicht bist du auch getrennt lebend. Der Vater oder die Mutter ist in Deutschland geblieben und dementsprechend ja, ist natürlich die Sehnsucht nach dem hinterbliebenen Elternteil vielleicht auch zu groß nach einer gewissen Zeit und dementsprechend geht dann oder will das Kind dann wieder zurück, das jugendliche Kind oder auch der junge Erwachsene in dem Fall auch. Da sprechen wir zum Beispiel auch aus eigener Erfahrung. Aber es gibt eben auch einen speziellen Grund, den ich jetzt erwähnen möchte. Neben den ganz vielen anderen Gründen, die du vielleicht auch noch gemacht hast, kannst du mir gerne in die Kommentare natürlich reinschreiben. Und wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, den Daumen nach oben da lassen, nicht zu vergessen. Und gerne auch am Ende des Videos deine Meinung da lassen und auch gerne dieses Video teilen. Denn aus meiner Erfahrung, und das ist wirklich ganz, ganz krass, die meisten Menschen, die wir kennengelernt haben und die dann wieder zurückgewandert sind, mehr oder weniger ohne Probleme, weil es für sie einfach ganz easy war, wieder zurückzukommen. Ich würde sogar sagen, das war bei 99% der Fall, die Leute, die wir kennengelernt haben, dass die wieder zurückgegangen sind. Warum? Weil es denen einfach gemacht worden ist. Markus, was meinst du jetzt mit, es wurde denen einfach gemacht? Ich sage damit, die meisten Auswanderer, die wir kennengelernt haben, und da halte ich jetzt mal fest, du hörst richtig, die meisten Auswanderer, die haben sich noch nicht mal richtig abgemeldet aus Deutschland. Das bedeutet, sie haben immer noch ihr Haus oder ihre Wohnung. Sie haben vielleicht sogar immer noch Anrecht auf soziale Leistungen und haben quasi nur vielleicht so eine Art Probejahr gemacht oder ein Probemonat oder probes halbes Jahr. Ja? Also es ist wirklich ganz, ganz krass. Und wirklich, die meisten waren nie abgemeldet. Und dementsprechend, wenn ich mir jetzt vorstelle, wow, ich hätte in Hamburg jetzt zum Beispiel noch meine Eigentumswohnung oder vielleicht noch mein Haus oder ich hätte noch meine Mietwohnung, ich hätte die ganzen Monate noch weiter bezahlt alles. Ja, dann wäre das alles halb so wild. Dann gehst du wieder zurück, weil es ist ja alles da, wie du es verlassen hast. Und dementsprechend hast du eine gewisse Leichtigkeit, auch in diesem System wieder einzutreten. Und das haben wir halt festgestellt für uns jetzt auch die letzten 3,5 Wochen, als wir in Deutschland, in Hamburg waren, dass wir halt nur zur Miete dort waren und es natürlich auch gar nicht so einfach dann ist, wenn du nicht auf den Staatskosten liegen willst, auf deine Steuerkosten sozusagen, sprich Sozialhilfe beantragen willst, Arbeitslosengeld, Hartz IV, Bürgergeld, nenn es wie du es willst, ist nicht unser Fall, dann hast du natürlich da echt kein leichtes Spiel. Und deswegen haben viele Menschen dann auch kein Problem, ja okay, Türkei, Paraguay, Dubai, sonstiges, gefällt mir nicht, ja, dann gehe ich halt wieder zurück. Und das geht schneller, als du dich umgucken kannst manchmal bei einigen Leuten. Und das ist krass. Ich habe nur eine Familie kennengelernt, die genauso wie wir sich komplett abgemeldet hat und dann nach circa einem Jahr aus der Türkei wieder nach Deutschland gegangen ist und die jetzt wieder von vorne in Deutschland starten. Die haben einen Job, die haben eine Mietwohnung, Kinder gehen zur Schule, machen ihren Sport hin und her. Also wirklich krass. Das ist aber eine absolute Ausnahme. Und diejenigen, die aber sich nie abgemeldet haben, die haben ein leichtes Spiel, wieder zurückzugehen. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Grund, warum viele, auch wenn sie es vielleicht nicht so nennen wollen oder sagen können oder wollen, dass sie wieder zurückgehen. Ich bin sehr gespannt auf deine Meinung, was du dazu sagst. Vielleicht bist du auch betroffen davon. Ein Tipp am Ende des Videos von mir nochmal, ganz klar, und ich habe das schon mal erwähnt. Wenn du natürlich jetzt in Deutschland bist und mit dem Gedanken spielst, auszuwandern, dann kann ich aus meiner heutigen Erfahrung auch nur jedem empfehlen, nicht Hals über Kopf, nicht alles zu verkaufen, sich nicht abzumelden, also sich abzumelden und dann raus aus Deutschland. Wenn du keine Option mehr siehst in Deutschland, dann raus da und fertig. Aber so wie wir das damals gesehen haben. Weil sonst hätten wir damals vom Paraguay ja leichtes Spiel gehabt und direkt wieder nach Deutschland zu gehen. Nein, die Option hatten wir uns persönlich damals auch schon genommen. Wenn du aber sagst, ich möchte jetzt mal auswandern, ich möchte das mal antesten für 3, 4, 5, 6 Monate. Wenn du dir das leisten kannst aufgrund von Job, Kinder etc. gibt ja eine Schulpflicht in Deutschland.
Aber du kannst auch sogar ein Jahr schulfrei oder sogar das so arrangieren, dass die Kinder Fernunterricht machen können für ein Jahr. Das soll es auch aktuell geben in Deutschland. Also mach dich da auch gerne mal selber schlau. Und dann schaust du dir einfach mal das Land an. Und dann bist du da ein paar Monate. Du hast natürlich dann eventuell doppelte Kosten, weil du in Deutschland vielleicht Miete zahlst und hier im Ausland dann eventuell auch. Aber es ist vielleicht besser, das für eine gewisse Zeit, für 3-4 Monate zu machen und dann sich zu entscheiden, alles klar, wir reisen ab, wir packen in Deutschland unsere Sachen und düsen dann los. Und dann kann man sich auch eventuell abmelden. Aber abmelden, rauszugehen, ein Jahr da zu bleiben und dann wieder zurückzukommen, das könnte schwierig werden. Ja, geht natürlich auch, aber es ist natürlich schwieriger, als wenn du im System quasi offiziell bleibst, angemeldet bleibst etc. und dann wieder zurückkommst. Und das ist wirklich sehr interessant. Ich bin gespannt, was deine Meinung dazu ist, ob dir auch sowas vielleicht mal aufgefallen ist. Und lass mir deine Meinung da am Ende des Videos jetzt. Ich danke dir, dass du bis jetzt geschaut hast. Und den Daumen nach oben da lassen nicht vergessen. Kostenloses Abo. Teile gerne unbedingt diesen Kanal. Denn über 80% der Zuschauer sind keine Abonnenten, Leute. Das ist wirklich heftig. Das heißt, höchstwahrscheinlich bist du auch kein Abonnent. Einfach kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, damit du kein Video mehr verpasst. Für dich kostenlos, für mich ein riesen Mehrwert. Und dementsprechend freue ich mich natürlich auch, wenn du hier dein Abo da lässt. Für alles Weitere gerne schreib es in die Kommentare. Freue mich, wenn ich eventuell sogar in den Kommentaren darauf eingehen kann. Dementsprechend beste Grüße aus Alanya, dein Markus.